Ja. Wieder ein bisschen Geld bekommen, das war schon nett und schön und super. Lustige Begrüßung. Dann kommt unlustiger Kommentar. Dann kommt ein kurzer Kommentar. Dann kommt ein professioneller Kommentar. Dann kommt ein ernster Kommentar. Dann kommt hoffentlich was Neues. Nee, doof. Aiden, wir haben Aiden verloren. Nein. Komm, wir machen nochmal das. Und das Ende. Musik-Outro. Das. Wir müssen das ja, glaube ich, gar nicht verwenden, ne? Genau. Dann benutzen wir noch das hier. Ups. Wo ist es? Da ist es. Das. Das da. Ah ne, das soll ich eigentlich ans Ende setzen. Das ist doof. Dann ist das auch doof. Dann ist das eigentlich auch doof, ne? Hier. Dann nehmen wir zuerst das hier. Dann machen wir das so, wie wir das wollen. Und zwar nehmen wir dann das da. Dann nehmen wir das da. Dann das da. Dann das da. Und das da. Katsching, da ist gerade das, die Rechnung eingegangen, dass wir unsere Miete bezahlen sollten. Hochladen. Meist gesehen, alles gut. Abonnenten, alles gut. Rechnung, alles gut. Können wir da eigentlich irgendwas akzeptieren? Okay. Können wir hier eigentlich nicht irgendwie umziehen oder so? Klappt das nicht? Nee. Das sind unsere Karten. Nee, schade. Okay, das zoomt einfach nur da dran. Das ist doof. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. So. Pascal? Nee. So, hier? Nö, auch nicht. Schade. Dann müssen wir noch ein bisschen... Ah, nee, können wir momentan gerade gar nicht. Dann können wir eigentlich kurz fortsetzen nochmal. Und hier einfach alles nochmal in Nachbearbeitung reinstecken. Weil das ja von unseren Zuschauern momentan ziemlich kritisiert wird. Und das wollen wir natürlich verbessern. Und Battlefield 2 Gameplay schon fertig. Hier nachbearbeiten kann ich wirklich nicht. Deshalb haben wir noch ein bisschen. Und wir chatten mal eben noch was. Richtig coole Spiele, geh bitte weg, ich mag dich nicht. Ich wollte chatten. Hallo? Go, go. Chatte mit ihr, Charlize. Na, was machst du heute noch, Junge? Ich gar nichts und du? Ich auch nichts. Diskussion zu Ende. Tschüss. Nein, das geht natürlich viel mehr, viel weiter. So, dass man sich die Freundschaft eigentlich immer weiter ausbaut. Und irgendwann total verknallt ineinander ist, was irgendwie keinen Sinn macht. Aber das ist einfach so in diesem jugendlichen Leben. Ich weiß noch nicht mal, wie alt dieser Typ ist, den ich gerade spiele. Der sieht aus wie, keine Ahnung, 14, 15. Ist er wahrscheinlich so 18 oder so. Weil ansonsten könnte, glaube ich, nicht arbeiten. Und erst recht nicht die Jobs machen, die dort angeboten werden. Und auch nicht in eine Wohnung ziehen. Oh, ich habe mich nicht bewegt. Nein, 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 abbrechen. Ich habe mich nicht bewegt, deswegen wurde das einmal kurz pausiert. Sagen wir es so. Das ist auch ziemlich cool, dieses Feature, dass sie es reingemacht haben. Also wenn man sich gar nicht mehr bewegt, dass das Spiel automatisch pausiert wird. Denke ich, ist ziemlich cool, aber könnte auch ziemlich scheiße sein, weil wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einfach nur die Freundschaft hochleveln will und nebenbei dann einfach einkaufen geht oder was weiß ich was oder sich Essen macht, dann wird das Spiel einfach pausiert und das erfüllt einfach nicht den Zweck. Deswegen wäre es einfach besser gewesen, wenn man das ein- und ausschalten könnte. Mein PC ist kaputt. Ja. Ich
Ich habe voll die schlechte Beziehung zu Carlton. Bis wir uns persönlich sehen. Zum Event gehen. Okay. Dann macht das halt nicht. Dann machen wir das halt, wenn wir uns persönlich sehen. Und hoffentlich hier. Bist du das? Da hinten? Du da? Nee. Ich glaube, mit dir könnte ich dann mehr machen. Du da? Nö, auch nicht. Ah, die hätte doch so ein rotes Stirnband, oder? Oder? Ich glaube schon. Ah, da hinten ist wieder so ein cooler Shop. Mit unserer Cap gehen wir da einfach mal hin. Schließe ich Freundschaft mit einer Person. Am besten mit einer bekannten Person. Das ist keine bekannt. Du hier. Oh, du bist interessant. Dich will ich ansprechen. Ich glaube, das ist echt wichtig, dass man Freundschaft mit bekannten Personen macht. An Unbekannten muss man hier nicht. Und hier geht mit der PSP echt den Bach herunter. Ladanos. Dieser Moment, wenn ja. Die Play Studios 2 war ein noch nie dagewesener Erfolg. Was mache ich eigentlich heute noch? Ich glaube, ich grille heute Abend mal. Ich hab Bock drauf. Und dann ist da so ein Wetter, so ein richtig schwüles und soll heute Abend eigentlich auch gewittern und alles. Wenn ich dumm wäre, würde ich meine Hausaufgaben machen, bevor es zu spät ist. Ja! Sagen doch alle immer. Aber das Wetter ist eigentlich perfekt zum Grillen. Ich weiß nicht, so ein Schwüle ist eigentlich immer perfekt zum Grillen. Komm, sei meine Freundin. Oder mein Freund. Regen. Keine Ahnung, ich glaube, das ist eine Frau. Und dann hol ich mir schön Würstchen, schönes Fleisch, leg das da drauf mit Brot, so Kräuterbrot. Lecker. Du wirst schon sehen, Psychedelic Sailor in the Magic Kingdom wird großartig. Ich habe gelesen, dass ja, okay. Freundschaft ist vorhanden. Ja. Preis bekommen. Dafür musst du natürlich auch noch wieder was zahlen. 79 Dollar. Voll der Wucher. Und die lacht mich auch noch aus. Okay. Es gibt keinen Männer, wahrscheinlich. Ja, okay. Hier kann ich aber noch ein bisschen reden. Nö. Ja, bist du bekannt? Nö. Du bist auch nicht bekannt, du auch nicht. Nee. Der da vielleicht. Nee. Du da? Nee. Du? Nee, auch nicht. Die da auch nicht. Nee. Du? Das wäre echt ein bisschen komisch. Du da. Du verlierst Abonnenten, du brauchst mehr Videos. Du. Keiner bekannt hier. Das ist ja langweilig. Ja, gut, eher gesagt, in das, was er, in dem, was er macht. Hat er sich gerade verschluckt? Können wir reden noch ein bisschen? Bis ich hier eine bekannte Person gefunden habe. Oder vielleicht? Nö, keiner ist hier bekannt. Was? Auch nicht der. Nur die da. Du da auch nicht, ne? Nee. Geschenk geben. Ein bisschen Geld ausgeben, ne? Ja. Ich feiere es ja nicht schon teuer genug. Jeder hat heutzutage einen Kanal. Tada!